Gomoje! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of a Tale. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen geschaut. Tatsächlich hätte ich die Urne an dieser Stelle definitiv nicht gefunden. Ich bin jetzt da oben auf diesem Verbindungsstück in dieser Höhle, die die nördlichen Hänge mit dem Hafen verbindet. Und guck mal, da. Da glänzt das. Und hier können wir... Wow. Das war jetzt fies, dass es hier leckt. Und hier können wir runter. Ja, können wir tatsächlich. Ganz ehrlich, wer rechnet denn mit sowas? Was sind wir denn jetzt? Interessant. Au. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder runter. Und dann können wir rein theoretisch durch den Hafen wieder in die Katakomben, ne? Über den Aufzug. Das machen wir jetzt. Und dann will ich ganz gerne noch die Brummer suchen. Und ich gebe zu, auch da habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Aber ich dachte mir, dass das auch irgendwie uninteressant ist, wenn wir dann Ewigkeiten und Ewigkeiten hier keinen Fortschritt haben. Ja, und ich bin falsch. Die Katakomben sind echt eine Katastrophe. Also, Katakombe gleich Katastrophe. Ich finde mich hier null zurecht. Und ich finde, dass das selbst mit der Karte schwer ist. So, jetzt sind wir aber da, wo wir hinwollen. Nee, sehen wir gar nicht. Ich wollte doch in die große Halle. Halleluja, im wahrsten Sinne des Wortes. Verflixt! Ich musste doch sogar in die große Halle. Ich muss doch wieder zurück zu Diluin. Oh. Da müssen wir doch die Quest abgeben. Mensch, ich bin aber auch ein Hornochse. Wenn noch so viel Zeugsel... Moment, da müssen wir hin. Und einmal runter. So, ab hier können wir springen, ohne dass wir stürzen. Und uns den Poppes wehtun. Diese süßen kleinen Geräusche von den Pfötchen. Es ist so goldig. Mittlerweile kann ich auch hier an der Spinne vorbeigehen, ohne dass ich mir direkt die Haare aufstellen. An dieses ekelerregende Geräusch werde ich mich aber trotzdem wohl nie gewöhnen. Okay. Du bist zurückgekommen, wie du es versprochen hast. Aber ich spüre, dass du auf der Suche nach Antworten bist. Milady Diluin? Diluin, ich habe alle eure Überreste gefunden. Und die von Burke. Du hast meinen Dank, mein guter Mäuserich. Worte können nicht ausdrücken, wie sehr ich dir danke. Hier, ich zeige dir. Vor dem Altar öffnet sich langsam ein alter Sarkophag und gibt eine prachtvolle goldene Rüstung frei. Mein letztes Geheimnis. Milady, was ist das? Das ist meine Rüstung, die ich in der Schlacht von Periklave trug. Dort lieferten wir uns das letzte Gefecht mit dem smaragdgrünen Feuer. Und jetzt gehört sie dir. Bitte nimm sie. Lady Diluin, ich werde sie stets in Ehren halten. Die Rüstung wiegt nur wenig und ist doch stabiler als eine aus Eisen. Trage sie in meinem Namen. Oh. Okay. Ja gut, der Mäuserich sagt mir, meine wahre Liebe, wie ist er gestorben? Die Antwort, sie steht auf seinem Obelisken. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren, mein guter Mäuserich. Bitte sag es mir. Es steht mir nicht zu, das zu sagen.
Ich verstehe. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit, mein guter Mäuserich. Bitte würdest du einen Teil von mir mit dir rumtragen? Du findest eine weitere schlichte Urne zu deinen Füßen und steckst sie in deinen Beutel. Wenn du jemals in Not gerätst, werde ich erscheinen. Oh. Wow. Diluin, die Rüstung der Lady Diluin von Dal, von den geschicktesten Handwerkern der Hauptstadt aus einer unbekannten Legierung geschmiedet. Obwohl sie nun fast 1000 Jahre zählt, bleibt die Qualität dieser Arbeit unübertroffen. Es war diese Rüstung, die Diluin in der Schlacht von Periklave trug und ihr den Namen die Goldene Erlösung einbrachte. Oh wow. Nee, ich wollte eigentlich... Hier in ihrem Licht. Wow. Damit sind wir echt mega schnell und sie ist echt wunderschön. Die werden wir jetzt definitiv in Ehren halten. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Wir könnten eigentlich auch... Nee, warte mal, wo ging's denn da hinten? Ging's runter? Dann könnten wir eigentlich auch hier runter gehen. Dann nervt uns die Spinne nicht so. Da kommen wir dann ja auch dahin, wo wir hinwollen. So. Die ist ja mal wunderschön, die Rüstung, ne? Ganz, ganz toll. Da können wir Diluin wirklich von Herzen danken. Und damit haben wir auch eine weitere Mission abgeschlossen. Die Brummerjagd können wir noch machen, Blumen für Mara und die Hauptquest. Momentan haben wir mehr Quests, die wir nicht mehr machen können. Als Quests, die für uns noch möglich sind. Oh Gott. Ich glaube, ich laufe gerade wieder den mega Umweg. Aber alle Wege führen nach Rom. Oder in dem Fall wieder nach oben ans Tageslicht. Denn wir wollen jetzt hier auf den Burghof. Ich glaube, nur springen können wir mit der Rüstung nicht so gut. Ich fürchte aber, dass sie mit dieser Rüstung nicht getarnt sein dürften. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wir werden es ja gleich sehen. Doch. Unsere Rüstung ist prunkvoll. Wir sind mega flott unterwegs damit. Warte mal. Ich müsste auf einmal auf das Dach vor der Schmiede. Da komme ich dann hier durch hin. Wir können auch hier nochmal eben speichern, dass wir schon wieder im Burghof sind, dass falls irgendwas passiert, ne?
Die Rüstung ist mega. Ach so, da hätten wir so auch hinkommen können. So, da ist ein Brummer. Und für den anderen müssen wir... Ich weiß auch immer noch nicht... Ah doch, klar, warte mal. Haha. Damit wäre die Mission auch abgeschlossen. Bücher. Das Blumenbuch von Mara und die letzte Seite. Du erwachtest zum Klang wütender Stimmen in einiger Entfernung. Über dir stand Mara, im Licht des abnehmenden Mondes. Wir müssen gehen, sofort, flüsterte sie. Du nicktest und zogst dich an, obwohl du es nicht ganz verstehen konntest. Du ließ den Handkarren in seinem Versteck und folgtest Mara tiefer in den Wald hinein. Du batest sie niemals um eine Erklärung, aus Angst, was die Antwort sein könnte. Und dann, ganz plötzlich und vor nicht allzu langer Zeit, rief man euch zum Hause des Barons, um für ihn zu spielen. Ist auch nicht wirklich abgeschlossen, die Story, ne? In dem Buch. So. Jetzt ist nur die Frage, ob wir das überhaupt noch abgeben können. Aber Silas ist ja jetzt am Strand, ne? Ja. Das heißt, der Fluch der grünen Flamme erwartet uns. Auf zum Strand. Ich bin gespannt, was das jetzt gibt. Gut. Das heißt, ich bin gerade schon wieder verwirrt. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Wie kommen wir denn jetzt am schnellsten zum Strand? Ich glaube hier durch. Hier runter und dann wieder über den Turm. Also diesen Gang unter Silas Turm. Oh, schön, jetzt können wir endlich relativ flott unterwegs sein. Und wir sind gut gerüstet. Das ist schon nett. Sehr nett. So, wir speichern gleich nochmal eben zwischen. Es wäre schön, wenn wir wenigstens das noch abgeben könnten. Weil ich fürchte, die anderen Quests hätten noch Folgequests gehabt, die wir jetzt nicht mehr machen können. Beziehungsweise dafür müsste ich halt ewig alte Spielstände laden. Gott, habe ich mich erschrocken. Nanu. Keine Flamme. Kommt die nur in der Nacht sichtbar raus, oder wie? Beziehungsweise in der Dämmerung. Wo müssen wir denn jetzt... wir haben noch ein Stückchen zu laufen, aber... die Flamme ging ja beim letzten Mal eigentlich nahezu hier überall durch. So, nochmal speichern.
Genau, hier sind wir richtig. Ah, schade, ich dachte schon, dass uns die Rüstung vielleicht gegen die Flamme schützt. Aber leider... zum Knochenstrand. Das heißt, ich muss sie da hinten treffen. Hör auf, mich zu verfolgen. Etwas sagt, dass es keinen Weg zurück gibt, wenn wir da durchgehen. Hoch, falsch rum. Wir gehen da durch. Wow, deswegen. Schnell, Maus, das Brisanz. Bring es zur Schatulle. Wir müssen den Kristall zerstören. Das Brisanz war da hinten, ne? Rollo ist ja ein begnadeter Kämpfer. Super. Wo kriege ich jetzt Brisanz her? Da. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Alter Falter. Wieder nicht. Ne, schaffen wir nicht mehr. Hier, mit dem Brisanz bin ich das nächste Mal schneller. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja. Und ich habe mich direkt verlaufen. In die Richtung da hinten musste ich. Komm hier. Einmal bitte Energie auffrischen und dann schauen wir, dass wir so schnell wie möglich da hinten durchgesprintet sprinten können. Das will uns ja gleich sowieso wieder aussaugen. Jetzt nicht schon. Oh, Gold. Oh, Piece of Candy. So, da steht der nächste wieder auf. Macht nichts. Da kommen wir durch. Das kriegen wir hin. Weh, jetzt zerstört mir meinen Brisanz gleich wieder. Jetzt nicht angreifen, sollte das hinhauen. Hm.
wir kriegen das hin. Maus, aus dem Weg. Was können wir tun? Es sind so viele. Ei, jetzt verstehst du, warum dieser Ort Knochenstrand genannt wird. Die verdammte Signalratte, wo bleibt er? Er wird kommen, er hat es mir geschworen. Dann ziehen wir eben zu zweit in den Kampf. Zu zweit? Zu dritt meinst du? Könnte ich bitte noch eben fix picknicken? Aber ich kann nicht mehr mit ihm reden. Ach shit, ich muss... Ich habe noch Tannenzapfen, das müsste eher gehen, ne? Genau, halt mir den vom Leib runter. Wir dürfen da nicht drauf fahren. Dann lieber zwischendurch mal abstellen. Warum habe ich den nicht mehr in der Hand? Guter Treffer, Maus. Der Kristall hat einen Riss, aber er ist nicht zersplittert. Noch ein letzter Stoß. Schlag noch einmal drauf. Ja, einen Top-Brisanz braucht man noch. Halt ihn doch auf! Gut, der ist auch platt. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Los, Thilo! Thilo, ist alles in Ordnung? Bist du verletzt? Vergiss die Maus, hilf mir die Schatulle zu schließen. Zusammen hiefen die zwei Ratten den Deckel der Schatulle wieder in die Scharniere. Der Schmied macht sich daran, die Schlösser zu verriegeln. Thilo, du warst unglaublich! Doch er war kein zu lang. Was macht ihr beiden denn hier? Wir haben die Schlacht von oben vom Grat aus gesehen bei der Höhle. Wir kamen so schnell wir konnten hierher. Ja, wir scheuen uns nie vor einem Kampf. Aber wir stoßen immer erst dazu, wenn er gerade vorbei ist. Also gibt es keinen Schatz? Thilo, elender Narr von einer Maus, dafür sollte ich dir den Hals umdrehen. Ich habe dieses Ding 20 Jahre lang versteckt, habe alles aufgegeben, damit es hinter Schloss und Riegel bleibt. Und du? Kapitän, du? Otto Pulverfass, das reicht. Ich bin mir sicher, die Maus weiß genau, was gerade passiert ist. Tja, ich rege mich trotzdem darüber auf. War's das? Ist es vorbei? Ei, für den Moment. Für den Moment? Was meinst du damit? Die Kristalle sind nicht die Quelle der Flamme, sie kanalisieren eher ihre Kraft. Dann ist es nicht vorbei. Nein, die grüne Flamme ist immer noch dort draußen und lange nicht besiegt. Oh, wir können jetzt nochmal mit denen quatschen. Haben wir jetzt noch eine neue Mission? Nee, tatsächlich nicht. Können wir die Brummer-Quest noch abgeben? Wir könnten ja nochmal mit allen reden. Da muss ich aber einen kurzen Cut machen. Weil ansonsten gleich wahrscheinlich meine Aufnahme abschmiert. So, jetzt können wir nochmal alle anquatschen. Aber mit Silas reden wir als letztes. Oder mit Diluin? Diluin, Silas? Mit Diluin als letztes. Gesundheit. Wie läuft's, Maus?
Gusto, fatale, ihr seid nur für mich zurückgekommen. Jetzt werd mal nicht sentimental. Wir waren gar nicht richtig weg. Wir mussten erst noch ein paar Dinge besorgen. Lebt wohl, ihr beiden. Also dann war's das. Können wir noch was sagen? Doch nicht. Ja, schätze schon. Fatale umarmt dich herzlich. Lebe wohl, Thilo. Fatale. Was? Gib es zurück, sofort. Die Maus gibt dir widerwillig deine Geldbörse zurück. Was nutzen ihm denn die Florin da, wo er hin will? Fatale, da war doch noch was. Thilo, als du das erste Mal in unsere Zelle gekommen bist, habe ich die schwarze Ludka aus deinem Beutel gestohlen. Du hast was getan? Die Figur deines Sohnes. Ich wusste nicht, was es war, als ich sie genommen habe. Nachdem du weg warst, habe ich sie mir angesehen und da war es schon zu spät. Ich hatte Angst, du merkst, dass ich sie genommen hatte. Du hättest es mir einfach sagen sollen. Wie war sein Name? Sein Name war Brin. Das ist ein guter und ehrlicher Name. Deshalb hat Mara ihn ausgewählt. Hier, bitte. Es tut mir sehr leid. Wir bekommen die schwarze Ludka zurück. Ich glaube, dass ich jetzt wieder schlafen kann. Als nächstes Rollo. So, ich habe die Garn so gut ich konnte flott gemacht. Sie ist zwar alt, aber du solltest keine nassen Pfoten kriegen. Was machen wir denn hier mal? Die Schatulle, was sollen wir damit machen? Sie muss weit weg von hier gebracht werden, tief vergraben, wo sie nie mehr gefunden wird. Ich habe sie hierher gebracht, also sollte ich sie auch fortbringen. Du musst das nicht alleine machen. Gusto und Fatale helfen dir, oder nicht? Was? Wir? Aber... Na gut, wir begleiten dich bis zur Peserstraße, mindestens. Spitzgesicht. Was war das? Ach, nichts. Spitzgesicht. Du hast den Wächter getötet, richtig? Um dein Geheimnis zu schützen? Um die Schatulle zu schützen, ei. Um sie versteckt zu halten. Du hättest mich für ein Verbrechen hängen lassen, das du begangen hast? Gut möglich, aber ich war mir noch nicht ganz sicher. Toll. Hast du den Schmied getötet? Ich bereue das sehr, aber ich habe seitdem mein Bestes getan, um dieser Sache Genüge zu tun. Du hast deinen Handwerker aufgenommen. Ei, und ich bin gut darin. Er ist dennoch tot. Um die Schatulle geheim zu halten, hättest du mich getötet? Vielleicht, aber du bist mir irgendwie ans Herz gewachsen, Maus. Oh, ich hätte dir vielleicht einfach die Zunge abgeschnitten. Ach, dann hast du ihn also auch schon singen gehört? Oh, boah! Nun verstehe ich, warum du diesen Ort nie verlassen hast. Du hast den Schatz bewacht. Oh, aber das hab ich. Ich bin bis zu der Landzunge dort gekommen und dann umgekehrt. Was ich auf Periklave gesehen habe, was mit meiner Crew passiert ist, so etwas verändert dich. Okay. Wenn das Ding in der Schatulle nicht die grüne Flamme war, wo ist sie dann? Kennst du das Lied Die goldene Erlösung? Sing es. Da. Und das haben wir aber schon mal gesungen, ne? Mach mal nochmal. Und so kam am Ende über Velias See das des smaragdgrünen Feuers untote Armee. Vereint hinter den Mauern von Periklave standen die Lebenden von allen verbliebenen Landen. Und aus ihrer Mitte Diluin ritt, auf dem goldenen Salamander mit furchtlosem Tritt. Sein Mut strahlte so hell in die Herzen hinein. Sie vergaßen ihre Angst und auch jegliche Pein. Jarlan und Nikto auch ritten zur Schlacht, schwarz und weiß und blau wie die Nacht, vom Lichte des gleißenden Abgrunds angefacht, stellten sich 12 Ratten der grünen Flamme Macht. So ritten sie tapfer zum Klang der Fanfaren. Diluin, Jarlan, Nikto
und die Heldenscharen. Durch diese kühnen Streiter ein Sturm war erwacht und die grüne Flamme endlich zum Verlöschen gebracht. Da hast du die Antwort, Periklave. Die grüne Flamme wird dort auf dich warten. Na doll. War das mit Kerold? Kerold, dieser verdammte Frosch. Ich hätte auch seinen anderen Schenkel essen und ihn auf der Insel lassen sollen. Das hast du aber nicht. Ei, umso mehr bedauere ich es. Ich werde mich um ihn kümmern, keine Bange. Du nimmst ihn mit, richtig? Ei, wenn du willst. Dann könntest du das hier gebrauchen. Fatale reicht dem Kapitän einen Holzpflock, der etwa so lang ist wie dein Schwanz. Ihr habt das Bein des Frosches gestohlen? Verurteile uns nicht. Wenigstens haben wir es nicht verputzt. Na super. Seltsam, die Macht der grünen Flamme hat uns nicht in ihren Bann gezogen. Warum haben wir uns nicht verwandelt? Wer weiß das schon. Das hat bestimmt etwas mit dem Holz zu tun. Was meinst du mit dem Holz? Das Holz, die hölzerne Truhe. Das Holz im Schild des Spitzgesichts, die Zähne des Schmieds, seine Laute. Dein Kopf. Dein... Das reicht jetzt, ihr zwei. Bevor du gehst, Maus, will ich meinen Hut zurück. Ich bin mir sicher, dir steht er besser als mir. Mal sehen. Der Kapitän nimmt dir den Hut aus den Pfoten und setzt ihn auf. Was meint ihr? Passt doch, oder? Ja, passt. Jetzt können wir wieder mit Fatale reden. So, Silas. Bist du bereit für deine Reise, Maus? Was willst du jetzt tun? Es gibt kein Zurück mehr, das steht fest. Kommst du nicht mit mir? Ich kann doch die drei hier nicht mit allem allein lassen. Nein, Maus, der Rat muss gewarnt werden, dass die grüne Flamme zurückgekehrt ist. Eines Tages werde ich Lieder über dich singen. Nun, dann sorge ich mal dafür, dass ich dir auch ein paar Gründe dafür liefern kann. Silas, wenn ich Mara finde, ich habe Angst, dass... Angst? Wovor denn? Wie sie sein wird. Wieder eine wahre Liebe, hoffe ich doch. Und eine Rebellin. Sie hat sich zur Wehr gesetzt. Du solltest stolz auf sie sein. Lass es nicht umsonst gewesen sein. Silas, ich bin nur eine Maus. Thilo, ich kann nicht für die anderen Mäuse sprechen. Aber es gibt nur wenige Geschöpfe, die mutiger sind als du. Und was, wenn Mara nicht da ist? Es heißt, dass Elstern niemals lügen. Okay. Und die Depeche Brummer. Meine Brummer, ich werde sie wohl nicht wiedersehen. Aber sie sind gut versorgt. Bereit zum Aufbruch? Danke, Silas. Ich möchte dir etwas geben. Hier, bitte. Die Ratte öffnet ihre gewölbten Pfoten und gibt einen Depeche Brummer frei. So. Knoten in der Zunge. Nimm sie, aber sei vorsichtig. Trage sie stets bei dir und falls du jemals meine Hilfe brauchst... Danke, ich werde daran denken. Thilo wegen Brinn. Vergiss ihn nicht. Niemals. Silas gibt dir eine Rolle aus Wachspapier. Hier, das sind die Karten für Periklave. Jetzt geh und verabschiede dich. Mit dem Boot müssen wir ihn aufbrechen, oder wie? Das ist auf jeden Fall noch Diluin. Du hast tapfer gekämpft, mein guter Mäuserich. Ich bin euch dankbar für eure Hilfe, Milady. Und ich bin dankbar, dass du mir die Ehre erwiesen hast, mein guter Mäuserich. Fatale, kannst du diese Urne zu Diluins Grab zurückbringen? Zurückbringen? Wir sind Diebe, wir bringen nichts zurück, wir nehmen Sachen, wenn wir... Er hat nicht dich gefragt, Gusto. Nur eine Frage. Braucht Diluin wirklich alle diese Juwelen? Ich kümmere mich darum. Dann werde ich meinen Frieden finden, neben meiner wahren Liebe Burke. Ruht in Frieden, Milady. Ich verspreche euch, man wird euch niemals vergessen. Lebe wohl, mein guter Mäuserich, Thilo. Alter, das kam unerwartet hier. Mögest du finden, wonach du suchst. Kapitän, wir sollten dieses Boot zu Wasser lassen. Was? Glaubst du wirklich, dass du es in der Nussschale bis nach Periklave schaffst? Mara braucht mich. Periklave ist ein gefährlicher Ort, Maus.
Ich kann dir nicht versprechen, dass sie noch lebt. Aber ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass alles möglich ist. Fahr einfach auf den See hinaus, Maus, bis dich die Strömung erfasst. Du kletterst in das Boot, Silas wartet tiefer in den See hinein und schickt das Boot mit einem sanften Stoß hinaus aufs Wasser. Du bist mit Sicherheit das kleinste Geschöpf, zu dem ich je aufgesehen habe. Lebe wohl, mein Freund. Oh. Als die Geschichte deiner Freunde langsam in der Ferne verschwunden waren, wie auch immer, und an die Insel Periklave, die hinter dem Horizont auf dich wartet, umhüllt von Geheimnissen und Nebelschwaden. Sie beide bestehen gleichermaßen aus Wahrheit, Hoffnung, Erinnerungen und Träumen. Kaum mehr als nur der Hauch einer Geschichte. Oh. Ach je, Gusto und Fatale, die beiden sind schon echt irgendwie herzig. Oh nein, und Kerold hat es dann sogar noch mitbekommen, ach der Arme. Ja, ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat mir, ach Gott, nein, wie süß, Silas und ach Gott. Das Spiel endet sehr, sehr offen. Ach, das muss Mara sein. Och Gott und oh, Brin. Och Gott. Das Spiel endet wirklich sehr, sehr, sehr offen. Und ich hoffe unheimlich auf den zweiten Teil. Den würde ich dann definitiv wieder mit euch spielen, wenn ihr wollt. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat mich wirklich sehr, sehr mitgerissen. Es war nie langweilig. Es war teilweise echt tricky, die Sachen zu finden. Und es war optisch wunderschön gestaltet und die Charaktere waren, ja, irgendwie liebevoll gestaltet. Jeder hatte was so für sich, egal ob es nun Faustus war oder der Kommandant, Rollo, der Schmied, Silas natürlich, unser kleiner Aragorn, Gusto und Fatale sowieso, sogar Kerold, der Frosch und natürlich nicht zu vergessen, Rezia, die gute Oma. Ja, ja. Nee, also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Muss ich wirklich sagen, absoluter Daumen nach oben. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Gut gestaltet. Das Ende lässt im Endeffekt noch alles offen, alle Möglichkeiten offen für einen weiteren Teil und ich würde mich sehr freuen, wenn es da noch einen geben würde. Also dann, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr so lange das Projekt mit mir gemeinsam verfolgt habt und ja, wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis dahin, not da!